Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sau im Dorf. Mein Name ist Dave Brüch, bekannt aus dem Rolling Stone Magazin. Ich grüße euch. Ja, Mittwoch geht's nun endlich los. Der Knockdown und für viele sogar der Knockout. Ja, es gibt jetzt wohl viele, die gemerkt haben, Moment mal, jetzt geht es langsam wirklich bergab. Die ganzen Rücklagen sind aufgefressen. Die Arbeitnehmer bekommen natürlich noch Entschädigungen, Arbeitslosengeld, Hartz IV oder Kurzarbeitergeld. Aber einigen geht schon ganz schön an den Kragen und manche finden es einfach nur blöd, weil sie nicht einkaufen können. Nur online. Und jetzt fragen sich natürlich einige, warum? Warum ist das so? Ja, und wie ist das gerechtfertigt? Wer ist jetzt hier eigentlich schuld daran, dass ich mich so einschränken muss? Und natürlich sind die Schuldigen schon gefunden. Die Schuldigen sind ja die, die alle keine Disziplin hatten. Die nicht einfach immer komplett sich an die Regeln gehalten haben. Und vor allem die Querdenker. Querdenker sind anscheinend die allerbösesten in diesem Land. Die tun so, als wenn sie sich nicht nur einfach so friedlich da treffen und so weiter, halten sich an die Regeln, setzen Masken auf, machen den Hubschrauber und demonstrieren friedlich, und es gab auch keinen Anstieg der Kurve oder der Zahlen, aber sie sind schuld. Sie müssen schuld sein. Sie sind von Grund auf böse. Es ist unglaublich. Das ist der Teufel. Das sind alles nur Nazis. Und alle, die da bei den Demos waren, sind so gefährlich, dass sie teilweise ihre Arbeit deswegen verloren haben oder ihre Unternehmen. Ja, weil das sind solche gefährlichen Menschen. Und da waren echt die ganzen Bestien, der Rest aus der Gesellschaft, Omas, Opas, Männer, Frauen, Kinder, ja, und aus unterschiedlichen Gewerken und so weiter. Und jetzt kommt's. Als hätten wir nicht alle schon genug Angst vor den Querdenkern. Da kommt Peter Neumann, Terrorismusexperte vom Londoner King's College. Und er sagt, also die Querdenker, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das die neue RAF wird. Also er sagt, die Querdenker-Initiative mit diesen so friedlichen Leuten, wie es scheint, wird die nächste Terrororganisation. Tja, und er ist Terrorismusexperte, er muss es wissen. Ich verlinke euch natürlich den Artikel dazu. Und ich meine, so einen Vergleich macht man ja nicht leichtfertig, ja? Und das ist ja schon ziemlich krass. Das wäre ja so, dass der Michael Beyerweg ist dann ja der Horst Mahler in diesem Beispiel. Und man kann sich ja bei Wikipedia mal durchlesen, was der Horst Mahler so alles erlebt hat. Ja, wir hätten ja nicht gedacht, dass die Querdenker so radikal sind. Mensch, Mensch, Mensch. Also wirklich, wenn die nicht so radikal wären, dann müsste man es erfinden. Dann müsste man ja fast noch eigene Leute einschleusen, die dann Anschläge verüben im Namen dieser Querdenkerbewegung. Ja, also wirklich, man muss das ja auch unter Kontrolle behalten, was da passiert. Und natürlich ist das nicht einfach nur ein Sündenbock. Nein, das ist wirklich eine durchaus grundgefährliche Geschichte. Ja, wenn Leute auf die Straße gehen und für ihre Grundrechte demonstrieren, ihr Grundgesetz teilweise sich sogar vors Gesicht halten und vor die Brust halten und darauf bestehen, dass das zurückkommt und dann Tag für Tag, Stadt für Stadt, überall auf die Straßen gehen, Leute mobilisieren, das ist absolute Terrorgefahr. Ja? Und wir werden natürlich, haben wir zum Glück diese Panzerfahrzeuge, zum Beispiel in Bayern, vielleicht werden die uns davor bewahren können. Vielleicht brauchen wir einfach mehr Panzerfahrzeuge oder vielleicht brauchen wir einfach mehr gut ausgestattete, bewaffnete Polizisten für unsere Sicherheit. Denn anscheinend ist das wirklich eine sehr, sehr schlimme Gewalt. Ne? Und ja, jetzt wissen wir, wer schuld ist an diesen ganzen Sachen und was da noch Schlimmeres kommen wird. Also ich danke der Regierung, dass sie so auf Kurs ist und so hellwach. Und Peter Neumann, dass er uns einfach mit seiner Expertise auch hier so weiterhilft. Finde ich absolut genial. Also, passt auf. Ja, die Regierung meint es nun gut. Härte ist gut. Querdenker sind schlecht. Also, schönen Abend noch, schönen dritten Advent. Euer Dave.